Herzlich willkommen hier zur nächsten Cobra 11 Sendung. Ja, wir fahren mal wieder Streife und ich denke, wir gehen in die Stadt und suchen uns mal den Tuner Club aus und fahren hier mit diesem feinen Auto wieder. Ich hoffe, dass wir bald noch ein paar andere schicke Modelle hier bekommen. Dazu müssen wir Rennen fahren und wie schon in der Sendung davor angekündigt, werde ich bald mal das erste Rennen hier fahren um ein Auto. Zuvor wollen wir aber noch ein bisschen das Syndikat ärgern. Hallo, guten Tag, Herr Kantriebe Autobahn. Na, was kann ich für Sie tun, Meister? Uns würde interessieren, ob Ihnen diese Typen auf den Fotos schon mal aufgefallen sind. Möglicherweise haben Sie Ihnen heiße Autos zum Kauf angeboten? Ja, mir nicht. Können wir meine Kumpels fragen. Aber was mich mal interessieren würde, ist, ob so ein Dienstwagen auch richtig Power haben tut. Ja, tut er. Da kannst du gar nicht mithalten tun. Da hat das Verbrechen keine Chance. Okay, dann machen wir ein Rennen. Und wenn du gewinnen tust, dann tu ich mich melden, wenn diese Typen hier rumkommen, ne? Okay, Missbrauch des Dienstwagen ist hier der nächste Einsatz, den wir machen können. Bin jetzt selbst überrascht, na, das klingt doch mal, dass ich das hier... Ben, das ist wieder gegen alle Vorschriften. Ja, aber es schadet ja nicht, wenn alle in der Stadt wissen, dass der Sheriff schnell ist. Sheriff? dass wir hier ein Rennen fahren müssen, beziehungsweise den Einsatz bekommen. Das wird unser nächster Informant sein und wir müssen jetzt hier die Polizeiwagen schlagen und hier die Wagen vor uns sind schon echte Renner und der neben uns scheint auch nicht gerade schlecht zu sein, jedenfalls in der Beschleunigung. Wenn wir uns mal davor setzen, denn wir haben ja hier das Auto mit dem meisten Gewicht und nach vorne fahren wir uns ja schon fast weg. Unfall bei denen können wir ausnutzen. Läuft alles nicht so rund und jetzt sind wir ja vorbei. Wir müssen zwei Runden fahren und das Rennen gewinnen und wir müssen jetzt hier rum. So kann man das auch machen. Gut, wir müssen unbedingt Erster werden, das ist Pflicht. Die Dienstwagen sieht noch ganz okay aus, da hinten sind sie. Und ich muss mich jetzt mal aufs Fahren konzentrieren und jetzt hier rein. Ah, so eine kleine Spritztour hier. Durch Köln am Bahnhof vorbei. Holen die auf. Oh ja, sieht ganz danach aus. Also Fehler dürfen wir uns nicht leisten. Wir können ja mal hier das Blaulicht anmachen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Sollte uns einen gewissen Vorteil bringen. So, jetzt wieder hart anbremsen. Bisschen weit und spät aufs Gas gegangen, aber noch ganz okay für Cobra 11 Zwecke, wo man ja hier nicht unbedingt Ideallinie fahren muss. Alter, wie sollen wir jetzt hier rein? Ach nee. Oh ja. So kann man seinen Vorsprung schon einbüßen. Ah gut, das passt jetzt, aber da vorne ist der IC. Komm schon, sehr gut. Boah, das war jetzt mal wieder ein spannendes Zwischen. Stück hier im Rennen, zweimal links hier rum, bisschen weit rausgekommen, aber noch alles im Rahmen und dann der Unfall. Ach hey. Und jetzt sind sie wieder dran, die Verfolger, aber Unfall dahinter und das bringt uns jetzt hier den gewissen Vorsprung, da können wir noch ein bisschen was ins Ziel mitnehmen. Wir haben es ja gerade gerade vorm Auto noch um die Kurve geschafft, die hinter uns nicht mehr. Ja, hat uns ein bisschen was gebracht. Jetzt der Bus steht uns bestimmt den Weg rum. Ne, nicht ganz. Haben wir nochmal Glück gehabt hier und weiter geht's. Schön konzentriert bleiben. Ach herrje, nur noch wenige Meter. Hier schön viel Schwung mitnehmen, raus. Beide Linie raus beschleunigen. Wir konnten jetzt unseren Vorsprung ausbauen, so wie ich das auf der Karte sehen kann. Also die KI, fuck, dreht, doch nicht so stark wie zunächst angenommen, aber hier ein klassischer Fahrfehler von mir, passiert oft bei Cobra 11, aber jetzt haben die wieder hier einen Unfall gebaut, das machen die irgendwie recht häufig in dem Rennen, waren wir eigentlich nicht so bekannt in dem Spiel, hoppla. Und jetzt mache ich hier mal mit und ich sollte mich mal vielleicht konzentrieren, nämlich jetzt ist er voll an uns vorbeigezogen. Alter, scheiße, komm schon. Boah, hinter uns hat es erwischt. Oh ja, das war ein schönes Ding.
Sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir nur noch den nach vorne kriegen. Bleib stehen, jawohl. So, jetzt ist der Porsche hier am Heck des BMW. Und er hat's verkackt. So, wir müssen jetzt hier rum. Kommt hier ein ICE? Das ist immer am gefährlichsten. Puh. Boah. Nochmal hier zweimal links. Bus vor uns. So, letztes Mal hatten wir hier einen Unfall. Besser rausgekommen. Langsam. Jetzt hier raus beschleunigen. Niemand da. Genial. Noch bei Gelb rüber. Und damit ist der Sieg. Jawohl. Jetzt perfekt. 1,57, sogar noch unter 2 Minuten geblieben. Sehr schön. Und wir haben 2 Autos freigespielt. Und einen weiteren Informanten. Jetzt haben wir schon 3 aktive Informanten. Da wir jetzt in der Stadt recht viel oder recht gut aufgestellt sind, denke ich mal, werden wir mal hier zum Rummelplatz gehen. Da kann ich mich dran erinnern, dass noch einer ist. Und wir nehmen mal hier dieses feine Auto. Aber in einer anderen Lackierung. Was sieht denn geil aus? Weiß, nee, schwarz. Schwarz nicht schlecht. Ah, ich nehme den mal so. So kennen wir den auch aus Highway Nights. Das wird auch noch Let's Played. Also könnt ihr euch noch auf viel Action von Alarm für Cobra 11 drauf freuen und gespannt sein darauf. Denn ich habe noch 2 weitere Games im Cacher, die ich dann natürlich auch Let's Playen werde. Guten Tag, Gerkan, Repo Autobahnpolizei. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Sie sind aber schnell. Ich habe doch gerade erst angerufen. Vielleicht erwischen Sie den Gauner noch. Hä? Wer was wie? Ich habe gerade bei der Polizei angerufen, dass eine Aushilfe mit unserer ganzen Wochenendeinnahme der Geisterbahn abgehauen ist. Deswegen sind Sie doch hier. Na, nee, eigentlich nicht. Wir wollten Ihnen ein paar Fotos zeigen und nach Personen fragen. Gucke ich mir erst an, wenn Sie versuchen, meine Kasse wieder zu beschaffen. Ich bin dagegen nicht versichert. Hey, so läuft das nicht, okay? Doch, so und nicht anders. Hier ist das Kennzeichen, Sie bekommen das hin. Denn ich sehe hier viele Leute und ich habe ein gutes Gedächtnis. Also wieder mal eine aggressive Person hier. Na gut, dann tun wir mal den Gefallen und schnappen den Dieb. Und irgendwann holen wir vermutlich auch kleine Kätzchen vom Baum. Was tut man nicht alles hier für ein paar Informationen? So, wir müssen jetzt, glaube ich, links, ja. Und wir haben endlich wieder Nitro. Und lauscht mal auf den Sound. Ach, ist ja nicht schön. Amerikanische Fabrikade, sehr, sehr nice. Besonders wenn der so im höheren Drehzahlbereich ist, kurz vorm Schalten. So, jetzt dürfen wir nicht... Nein, genau sowas sollten wir eigentlich nicht machen, denn der darf uns nicht 200 Meter entwischen. Das seht ihr links an den Zahlen. Wenn es kommt niemand... okay. Da vorne ist er und hat gerade einen Unfall gebaut. Jetzt sind wir dran. Jetzt werden wir den mal hier ordentlich einheizen. Ah, oh, ins Heck fahren. Sehr gut. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Haben sogar das Zeitlimit mehr als perfekt ausgeschöpft. Nur 54 Sekunden. So, wieder ein Informanten hier, schon 4 Stück. Und weiter geht's. Campingplatz könnte da einer sein. Bauhof. Kiesgrube, Gefängnis. Autobahnkreuz, nee, das sind, oder Autobahnkreuz? Ich probiere es mal beim Campingplatz und nehmen wir nochmal das Auto. Sehr gut. Also ich habe gute Gedächtnis. Ja, selbst und ständig. Sind dir schon mal Männer aufgetaucht, die Ihnen verdächtig vorkamen? Wir haben auch ein paar Fotos dabei. Ah, tut mir leid. Ich kann mir Gesichter zwar gut merken, aber ich beschränke mich auf die, die mich besonders ärgern. Also von denen hat sie also noch niemand geärgert? Nein. Okay, tun Sie uns bitte den Gefallen und melden sich bei uns, falls Ihnen jemand von denen über den Weg läuft, okay? Wenn Sie mir den Gefallen tun und eine Handvoll meiner Campinggäste besuchen. Aha, und warum sollten wir das tun? Damit Sie Ihre Platzgebühr bezahlen. Das sind die Gäste, die mir nur mit Ausreden, aber nicht mit Bargeld kommen. Meistens verschwinden sie dann unbemerkt und lassen mich mit der offenen Rechnung sitzen. Kann ich verstehen, dass Sie das ärgert. Mich würde mal interessieren, wie die Zechpreller reagieren, wenn plötzlich jemand mit einer Polizeimarke vor ihnen steht. Offene Rechnung. Nächster Einsatz hier bei Cobra. Das ist ja eigentlich nicht unsere Baustelle. Aber für die Gegenleistung drehen wir eine kleine Runde. Knüpfen Sie den Campern das Geld ab. Oder schicken Sie sie weg. In der Zeit präge ich mir die Gesichter auf den Fotos ein.
bin gespannt, was wir jetzt... Ach du Scheiße. Alter, was ist das für ein Auto? Das ist ja gar nichts. Das ist ja mehr als dünne hier. Okay, wir haben nur 1 Minute 15. Wir müssen noch 6 weitere finden. Fuck, erstes Zelt hier zerlegt. Okay, weiter geht's. Das ist eine witzige Mission. Ah, so lang, okay. Ach man, Alter. Das ist doch keine Polizeitops hier, das ist doch nur noch Kindergarten. Was tut man nicht alles hier, um so ein Syndikat zu besiegen und Informanten zu gewinnen. Wir müssen unbedingt noch Kameras installieren. Haben wir heute noch gar nicht geschafft. Und noch keinen einzigen Verbrecher verhaftet. Es sind noch viel zu viele, die frei rumlaufen, aber ich denke, mit den paar kaputten Zelten sollen wir ja gut haushalten können und wir haben es auch geschafft. Gerade so, 10 Sekunden waren noch übrig. Ja, nächster Informant. Und wir haben jetzt hier schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. 5 aktive Informanten, ich glaube, wir brauchen 6 oder 7. So, deswegen fahren wir nochmal hier... Ach komm. Spirit Raceway und dann nehmen wir... Wir nehmen mal den hier. Gelb mag ich nicht so. In Schwarz oder in Weiß? Nee, in Schwarz sieht er geil aus. Okay, hier sind wir. Oh ja, hier gibt es viele Kameras. Aber jetzt darfst du auch deine Dienstwaffe benutzen, um Gegner unschädlich zu machen. Aber auch sie werden dich ab und zu unter Feuer nehmen. Neue Munition gibt es am Revier oder an Reparaturpunkten. Das ist sehr, sehr gut. Können wir nicht schießen. So, die Kamera sollte uns jetzt mal zeigen, was wir sehen wollen. Geh hatten wir schießen. Ach, super. Mit der Kamera drehen wir unseren nächsten Werbespot für die JVA. Geil. Hammer. So, da ist noch ein weiterer Informant. Aber zuvor wollen wir erstmal alle Kameras hier installieren. So, die Kamera sollte uns jetzt mal zeigen, was wir sehen wollen. Und Action! Werden die auf der Karte angezeigt? Keine Ahnung. Aber was ich mich, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass hier bei dem Bauen war, glaube ich, eine Lupe. Ich habe das Game ewig nicht mehr gespielt. Also, abgesehen von den Let's Plays, immer hatte ich schon durchgezockt, dachte ich. So. Da vorne ist auch noch eine Möglichkeit für eine Kamera. So, ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Schauen trotzdem mal hier wieder hinten. Ich war mir aber eigentlich sicher. Ja. Komisch, komm hier durch. Ja, gerade so. Dann war das vielleicht der Fall schon. Komm, nehme an. Warum werdet ihr angegriffen? Habt ihr Knöllchen verteilt? Keine Sorge, wir sind gleich bei euch, Ende! Aber hier sieht man wieder den krassen Unterschied zwischen Semir und Ben. Hallo Jungs, die Staatsanwaltschaft hat uns gerade auf die Füße getreten, dass eure Verhaftung bald nicht im Gefängnis abgeliefert wird. Der Mann soll kurzfristig verhört werden. Ihr seid verantwortlich, dass bei der Überführung nichts schief geht. Ist klar, Chef. Unser Informant hat gerade was gesehen, das ist cool, aber ich glaube, den Fall werden wir nicht schaffen, hier von 53%. Nee, können wir eigentlich absagen. Ach, scheiß drauf. Abbrechen. Tut mir leid, Kollegen, aber ging gerade nicht anders. Wir müssen unbedingt unser Auto heilen. Ah, gut, da kommen wir zum Punkt.
dazu und dann werden wir mal den Gefangenentransport machen, nachdem wir hier die ganzen Kameras ausgeliefert haben. Mal zeigen, was wir sehen wollen. Ein Hoch auf die Hightech-Kameras. Kommt halt hoch, jawohl. Ja, ist jetzt ein bisschen uninteressant für euch. Aber ich denke mal, hier kommt gleich wieder ein spannender Fall rein. Die Überwachungskamera ist einsatzbereit. Bitte lächeln. Da kommt er in. Aha. Nein, jetzt ist er uns in Busch. Das hat man gesehen an dem roten Pfeil auf der Karte. Die blauen Pfeile sind Kollegen und die roten sind halt Gangster. So, da oben ist der gewesen. Sehr, sehr, sehr steil der Raceway. Oder die Bahn. Oder Bahn? Ne, Straße. Landstraße. Fachbegriff genutzt. Aber wegen einem Knasti, eine U-Haft sitzender Person, ist mir so ein Gefangenentransport, ehrlich gesagt, ja, weiß nicht. Ist jetzt nicht so nutzen Aufwand halten. Okay. So, dann sollte jetzt die Kamera mal alles Wichtige aufnehmen. Ein Hoch auf die, also haben die Kollegen gut geschnüffelt und uns ein bisschen Arbeit abgenommen. Gut, nehmen wir an. Warum werdet ihr angegriffen? Habt ihr Knöllchen verteilt? Keine Sorge, wir sind gleich bei euch. Nein, wir wollen die Leitplanke. 16, 18%. Da müssen wir uns beeilen. Das geht immer schnell, wenn ich schieße. 430 Meter waren es gerade. Also das ist hier eine extreme Heckschleuder und nicht für solche rasante Verfolgungsjagden unbedingt das beste Auto. Ach man. Da vorne sind sie aber. Komm schon, das schaffen wir noch. Ich wette, wenn wir dann dort sind. Puh. Nein! Ich habe F gedrückt statt G. Scheiße. Ach, verdammt. Das war jetzt blöd, also. Falsche Taste gedrückt. Naja, müssen wir wieder Kameras verteilen. Und aufs nächste Mal warten. Vielleicht klappt dann nochmal die vorne von dem. Okay, also nochmal hier die Kollegen, die wir gerade hatten. Ben, seht ihr mir? Leider ist eine Überwachungskamera zerstört worden. Und vorbei mit der Hightech-Überwachung. Scheiße, jetzt fängt das Syndikat auch schon hier an. Überwachungskameras. Und jetzt machen wir hier richtig Betrieb. Da vorne sind wir. Ja, 75. Das sind noch schöne Zahlen, ne? Ausbrechen. Boah, hier schön getriffelt. Alter, die haben ein Polizeiauto. Ah ne, ich dachte schon, die haben jetzt ein Polizeiauto geklaut, aber irgendwie doch nicht. Ja, ich bin schon im Einsatz. Tut mir wirklich leid. Wir sind hier auf einer rasanten Verfolgungsjagd. Mist, der hat uns bemerkt. Naja gut. Das Einzige, was uns bleibt bei dieser erfolglosen Sendung, ist hier die Überwachungskameras und das entdeckte Schlupfloch.
hoch auf die Hightech-Kameras. So, so sollen das sein. Soll jetzt die Kamera mal alles Wichtige aufnehmen? Hm? Ah, ja. Es passt zu der Sendung, wieder falsche Lücken genommen. Das ist eine verdächtig finstere Ecke hier. Ja, Alter, da war, nur der ist ja noch. Das war ein Verbrecher. Wieso hat sie mich jetzt nicht erkannt? Schade eigentlich. Naja gut, wir sind heute wie die fleißigen Eichhörnchen. Ich spüre es, der Film mit dieser Kamera wird unser. Und hier hinten kann man eine Menge verteilen. Ich schaue mich mal kurz um, ob hier irgendwo solche geeigneten Lücken sind. Na gut, dann möchte ich erstmal hier die Sendung beenden und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ciao, das war's von Alarmfunk-Kobalt. So, da sind wir wieder mit dem Fazit. Heute wieder mehrere Informanten dazu gewonnen und schön viele Kameras installiert. Ich denke, war eine erfolgreiche Sendung und wenn euch meine Videos gefallen, dann schreibt es doch in die Kommentare oder abonniert ihn sogar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.